Wie viele Feldbette passen in eine Quote rein? Hallo, ich bin Ralf von Jodeland. Ich habe euch die Quote hier mal sperrangelweit aufgemacht. Das heißt, ich habe ein Quoteblatt komplett zur Seite geschlagen, um euch mal einen Eindruck zu geben, wie viel Platz so ein Feldbett in einer Quote wegnimmt. Es geht hier um die Quote S45, die mit der 45 cm Seitewand hinten, weil ich würde sagen, die ist vom Schnitt her geeignet, um auch Feldbette reinzustellen. Und ihr seht hier im Hintergrund schon eins stehen. Aber wie viel passt denn jetzt wirklich rein? Ich sage jetzt mal, wer mit dem Feldbettzelte geht, der hat auch einen Zeltofen drin oder eine Feuerstelle. Das heißt, wir lassen die Mitte mal frei oder er will halt einfach Platz haben für ein kleines Tischchen noch oder so, wo man drauf kochen kann. Das heißt, wir lassen die Mitte frei. Und ich stelle jetzt einfach mal dieses Feldbett so ein bisschen hin und her. Ihr seht hier hinten, da habe ich also gut Platz, wenn ich jetzt rauflege, also auch hier nach oben und unten entsprechend. Und das gleiche könnte ich tatsächlich machen, wenn ich hier noch ein Feldbett hinstellen und dann auch auf die andere Seite. Und hier habe ich meinen Eingang, wo ich rein und raus gehe. Von daher sage ich, wenn ihr bequem Zelte gehen wollt mit Feldbett und Schnickschnack, dann habt ihr in der Quote S45 gut Platz für drei Feldbette. Es gibt niedrigere Feldbette, die nur so 10-15 cm hoch sind. Da sieht das Ganze nochmal anders aus, aber hier einfach für die klassische Version mit dem normalen Holzfeldbett. Ja, wenn ich auf den Freiraum hier in der Mitte verzichten würde, dann kann ich auch vier Feldbette hier drin unterbringen. Zwei links, zwei rechts. Und trotzdem komme ich vom Eingang her an alle Feldbette ran. Kann ich vielleicht auch so machen, dass ich noch einen kurzen Spalt zwischen den Bette habe. Das würde auf jeden Fall funktionieren, aber dann fehlt mir dieser Platz in der Mitte, wo ich dann doch auch etwas geselliger zusammenkommen kann. Aber so, wie gesagt, ein Bett hier, ein Bett da und das andere hier. Nochmal gesehen, ich habe wirklich gut Platz hier unter der Plane. Hätte hier im hinteren Bereich auch noch, kann ich noch ein bisschen Gepäck verstauen. Das kriege ich da auch noch unter. Und kann mich so zu dritt in dieser Quote sehr komfortabel aufhalten. Ganz anders natürlich, wenn ich auf dem Boden schlafe, so wie wir das bei den Pfadfindern immer tun. Da kriege ich natürlich eine ganz andere Menge von Leuten rein, aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern ging nur darum, wie das mit dem Feldbett aussieht. Ja, drei Feldbette, eine Quote S45 finde ich ein super Maß, wenn ich mich da dann aufhalten will, ein bisschen was tun will. Zeltofen in die Mitte, Lagerfeuer in die Mitte oder ein kleines Tischle, um dran zu arbeiten. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Tschüss, euer Ralf von Jodeland.